Bayerns Champions League-Gegner FC Chelsea ist heiß auf David Alaba. Wie die Sun berichtet, wollen die Blues mit einem 60 Millionen Pfund Angebot an den FC Bayern herantreten. Nach der Reduzierung der Transfersperre würde Chelsea den 27-Jährigen gerne schon im Winter verpflichten. Alaba selbst betonte zuletzt bei Sport 1: "Ich kann mir beides vorstellen, hier zu bleiben oder auch mal einen anderen Weg einzuschlagen. Trainer Hansi Flick lässt diesbezüglich aber nicht mit sich reden. Alaba ist im Winter unverkäuflich", sagte er im Trainingslager in Doha. Auch in der Offensive will Chelsea aufrüsten. Die Blues sollen weiterhin an Wunschspieler Wilfried Zaha von Crystal Palace interessiert sein. Laut Informationen von Foot Mercato sollen die Londoner dem Flügelstürmer ein Angebot unterbreitet haben. Chelsea bietet dem Bericht zufolge einen langfristigen Vertrag und ein Gehalt von 234.000 Euro pro Woche. Zaha steht noch bis 2023 bei Palace unter Vertrag. Die Diskussionen um einen Abgang von Paul Pogba sorgen immer wieder für Wirbel bei Manchester United. Zuletzt ätzte Pogba-Berater Mino Raiola gegen die Red Devils und erklärte, dass er heute keinen Spieler mehr dorthin bringen würde. Aber auch diese verbale Attacke auf United bringt wohl nicht den erhofften vorzeitigen Wechsel für Pogba. Auf die Frage, ob der Franzose Manchester verlassen wird, sagte Coach Ole Gunnar Solskjaer der BBC: "Sie werden Paul im Januar nicht gehen sehen."